Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie ich diese Flipflop-Kuchen hergestellt habe und dann geht es direkt mal los. Als erstes habe ich mein Cakeboard vorbereitet, dafür habe ich eine Fliese genommen und dann habe ich Royal Icing mit braunem Zucker vermischt und etwas braune Lebensmittelfarbe dazu gegeben, dass es noch mehr braune Farbe bekommt, dass es mehr die Farbe von Sand gibt. Und diese Masse habe ich dann auf der Fliese verteilt. Alle Rezepte mit der genauen Mengenangabe findet ihr auf meinem Blog www.candy-cake.de, den ich euch unten in der Infobox verlinkt habe. Sobald ihr das Board eingestrichen habt, stellt ihr es auf die Seite zum Trocknen. Allerdings müsst ihr immer wieder mit der Winkelpalette durchgehen, um eine Struktur reinzubekommen, weil das Royal Icing relativ flüssig ist und sich dann das doch immer wieder abflacht. Als nächstes habe ich mir kleine Muscheln hergestellt und dafür habe ich mir weiße Fondant mit Gelfarben, Braun und Ivory von Wilden eingefärbt und da drücke ich gerade den Fondant in die Mold rein und schneide mir die obere Kante ab und gebe das dann gerade für ein paar Minuten in den Gefrierschrank und dann lässt sich das einfach super ausdrücken. Und das mache ich dann, bis ich die gewünschte Menge habe. Als nächstes bin ich hingegangen und habe die Muscheln noch abgepudert mit brauner und oranger Puderfarbe. Die habe ich etwas gemischt, um der Muschel noch etwas Struktur zu geben. Als Kuchen habe ich meinen Schoko-Wunderkuchen gebacken, das Video verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann habe ich mir Schablonen ausgeschnitten und dann dazugehörig zwei Cakeboards. Ich nehme dann meine Schablone, lege die auf den Kuchen auf und schneide mir dann gerade um die Schablonen rum. Wichtig zu beachten ist, dass man beim zweiten dann die Schablone auch rumdreht, dass man auch einen linken und einen rechten Schuh hat. Den Kuchen habe ich mir dann in der Hälfte geteilt und fülle ihn dann mit selbstgemachter Himbeermarmelade, die ich vorher durch ein Sieb gestrichen habe, dass ich keine Kerne habe. Die Marmelade habe ich allerdings nicht selber gemacht, die war von meiner Mama. So, jetzt kommt die erste Schicht Ganache drauf. Ich zeige euch nur einen Schuh, wie ich den einstreiche und auch wie ich ihn eindecke, weil das wäre jedes Mal dasselbe und das wird das Video nur in die Länge ziehen. Also ich gehe jetzt hier hin und streiche erstmal die obere Seite etwas mit Ganache ein und lege dann mein Cakeboard darauf und drehe dann den Schuh um. So, und jetzt folgt das eigentliche Einstreichen des Schuhs mit der Ganache. Also jetzt kommt die erste Schicht Ganache drauf, um die Krümmel zu binden und dann wandert der Schuh erstmal für eine Viertelstunde im Kühlschrank, damit die Ganache anziehen kann und dann kommt die zweite Schicht Ganache drauf, um das Ganze zu glätten. Der Kuchen war jetzt für eine Viertelstunde im Kühlschrank und jetzt kommt die zweite Schicht Ganache drauf. Also das ist wirklich kein Problem, den schön glatt zu bekommen. Man gibt die Ganache drauf und dann zieht man das an der Seite mit einer kleineren Japan-Spachtel schön glatt
und dann obendrauf mit einer breiteren Japan-Spachtel. Also es funktioniert prima. Der Kuchen kommt dann nochmal für eine Viertelstunde in den Kühlschrank und dann geht es auch schon ans Einbecken. Als erstes habe ich mir jetzt pinke Fondant ausgerollt. Den habe ich allerdings mit meiner Küchenmaschine, mit der Nudelmaschine ausgerollt. Das seht ihr unten rechts im Ecken. Und dann bin ich mit so einem Tool drüber, sodass ich mir wirklich eine gleich breite Streife ausrolle konnte. Das habe ich mir vorher dann abgemessen. Und dann lege ich mir den einfach gerade um die Torte rum. Habe den etwas breiter ausgeschnitten, so dass es ein Überstand ist und ich dann und schneide mir dann oben gerade die Kante nachher ab. Hier habe ich mir jetzt etwas Fondant zur Hand genommen, um mein Fondant an der Torte zu glätten, weil das wirklich am besten in diesem Fall funktionierte. Hier gehe ich jetzt hin und schneide den überschüssigen Fondant bündig ab. Ich habe mir dann gelben und pinken Fondant ausgerollt und von dem pinken Fondant habe ich mir Blümchen ausgestochen in verschiedenen Größen, die ich dann auf den gelben Fondant gelegt habe. Bin dann mit meinem Ausrollstab drüber, um die einzuarbeiten. Ich habe dann meine Vorlage von dem Flipflop draufgelegt, diese dann ausgeschnitten, aber etwas größer, so dass ich einen Überstand hatte, dass wenn ich, als ich die dann auf die Torte aufgelegt habe, das dann etwas übergestanden ist und es dann bündig abschneiden konnte. Hier nehme ich jetzt mir meine Fondantauflage, lege sie auf meinen Kuchen drauf, drücke sie etwas an und gehe dann mit meinem Glätter noch drüber. Schneide dann den Überstand ab und verarbeite dann gerade noch unsaubere Kante. Hier habe ich mir so festere Streife Plastik ausgeschnitten, pinken Fondant ausgerollt und schneide mir jetzt auch in dieser Länge 4 Streifen pinken Fondant aus, den ich dann auf die Plastikstreifen aufkleben werde. Stellt es dann für eine Viertelstunde beiseite, dass es dann etwas antrocknen kann. Das ergibt meine Schlaufen über dem Flipflop. Ich hoffe, ich habe das jetzt so erklärt, dass man das auch versteht. Also ist jetzt gar nicht so einfach, aber ihr werdet es dann sehen, was ich damit meine. Hier nehme ich jetzt 2 von den Streifen. Also ich habe nur eine Seite mit Fondant verklebt. Nehme einen Strohhalm, das habe ich in der Mitte schon geteilt, also durchgeschnitten, sodass es eine Öffnung hat. Schneid mir ein oberes Stück von dem Fondant ab, also das Plastik bleibt dran. Dann lege ich die Teile so aneinander, dass das Plastik aufeinander liegt und die Fondantseite außen. Steck dann das Röhrchen über die Plastikteile drüber und tackert es zusammen, so dass es miteinander verbunden ist. Der
Der Strohhalm dient als Halterung bzw. als Schiene. Der wird dann nachher in den Kuchen gesteckt, also in den Flipflop, und so kann man nachher die Schlaufe da gut reinschieben. Hier stecke ich mir jetzt den Strohhalm in die Torte, schiebe dann meine Schlaufe rein und tacke auch diese fest, sonst rutscht die immer wieder raus. Kürze mir dann meine Schlaufe auf die Länge, wie ich sie dann nachher hinten in die Torte reinstecken möchte, und auch hier schneide ich ein Stück von dem Fondant wieder so ab, dass ich nur ein Stück von dem Plastik über habe, wo ich dann hinten auch gut in die Torte reinstecken kann. Hierfür habe ich mir aber auch einen Schlitz in die Torte gemacht, dass man das besser reinstecken kann. Als nächstes habe ich mir den Strohhalm gekürzt und dann auch noch mit Fondant eingekleidet. Um die Flipflops noch sommerlich zu gestalten, habe ich noch Blümchen in verschiedenen Größen ausgestochen und die befestige ich dann noch mit Zuckerkleber. Ich habe dann in jedes Blümchen noch eine Softperle platziert, eine essbare, und dann kommen die Blümchen einfach noch schöner zur Geltung. Ich habe jetzt meine Flipflop auf mein Cakeboard gesetzt und bestreiche jetzt die Muscheln unten mit etwas Zuckerkleber und verteile die dann gleichmäßig auf meinem Cakeboard. Ich habe jetzt noch Löffelbiskuits zerkleinert und die verteile ich jetzt auf dem Cakeboard noch um die Flipflops herum, so dass einfach noch der Effekt von losem Sand besser zur Geltung kommt. So, meine Lieben, und jetzt sind wir mal wieder am Ende von meinem Video angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich wie immer freuen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das im Anschluss nachholen, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder bei mir einschaltet. Also, bis dann. Tschüss.